Hallo, moin. Hallo. Ja, ich habe heute meinen Stream hier ganz spontan gestartet, ohne ihn vorher zu planen. Mal gucken, wann hier die ersten Leute kommen. Wann die Glocke rausgeht, mal gucken. Ich teile den Stream mal eben auf Twitter. Ja, wir machen heute irgendwas, was ihr wollt. Ganz entspannt. Machen wir es heute. Wir können Mario Maker machen, wir können Mario Kart machen, wir können irgendwas anderes spielen. Ganz entspannt, so auf Twitter teilen hier. Und auf Discord. Let's stream. Ist der überhaupt online, der Stream? Hab das Gefühl nicht. Ja, doch, irgendwie schon. Noch keiner da. Ah ja. Ich hasse euch alle. Oh! 15 Leute schon, hallo! Yeah, Toast, moin, Ravioli, Chris, moin, Leon, moin, Fantendo, moin, Yami, moin, Afghanistan, Kabul, ah ja, Vasco, moin, Ehrenhagi, moin, Lukas, Tendo, moin, Hambro, moin, Leon, moin, hallo, Vasco, hallo, Servus! Ich guck, ich schreibe nur irgendwas auf Discord, auf einmal so, der ganze Chat ist voll, ah ja, moin! Ja, wir können einfach spielen, was ich halt habe und so. Einige, ich habe schon gelesen, einige wollen Mario Kart 8 Deluxe. Kann man sich damit anfreunden? Wer will das auch? Einige haben das schon geschrieben, auch auf Discord war es schon Thema heute. Hallo Andreas. Einige wollten ein bisschen Mario Kart spielen. Das hier passt übrigens auch ganz gut dazu, Leute. Das kostet aktuell 1 Euro im Nintendo eShop. Deswegen, ja, Gönnung. Mario Maker schreiben einige MK8. Ring Fit, ja, das kann ich jetzt nicht so einfach machen. Oh, was ist das für eine Musik? Moin an Galaxy Boy, moin. Ja, ein bisschen Mario Kart, ne? Mario Kart ist okay. Bitte Smash. Ja. So viel zu tun hier, ey, Hilfe. Ja, ich würde sagen, wir fangen ein bisschen mit Mario Kart an, würde ich sagen, ja. Danach können wir ein bisschen Scribble oder was anderes machen, ja. Ganz entspannt, ne? Ein bisschen, ich habe es ja gerade auch drin, ganz spontan hier. Ich merke gerade irgendwie, ja, die Elgato hat mal wieder gar keinen Sound. Sehr gut. So wie ich das will. So wie ich das will. Sehr gut. Mal wieder kein Sound hier für die Elgato. Optimal. So will ich das haben. Ah, jetzt aber. Sehr gut. Danke, dass wir mal gerade angefangen. Mal gucken. Auf jeden Fall noch Zeit heute. Ja, auf jeden Fall. So. Soll ich ein Turnier machen oder ein Freundesraum? So, wir machen die Musik erstmal aus. Jetzt haben wir. Soll ich die Mario Kart Musik anhaben oder die andere Musik? Das ist die Frage der Fragen, ey. Ich weiß es nicht. Das ist hier die Frage der Fragen. Schreibt alles im Chat hier. Eins für Freundesraum, zwei für Turnier. Was soll ich machen? Freundesraum, Turnier bitte. Ja, bei Turnier können halt mehr mitmachen, ne? Wir könnten im Grunde auch ein Turnier machen, ne? Wir können halt mehr mitmachen und so. 1 minus 2. 1, 2, 2. Ja, lass mal ein Turnier machen. Lass mal ein Turnier machen. Ich habe hier ein Turnier. Oh. Oha. Oha. Ja, das kann ich ja mal eben updaten, würde ich sagen. Vom 7.10. ist das. Ah ja. Ah ja. Moin an Raphael. Servus. Moin. Ja. Hattet einen schönen ersten, schönen Silvester und einen schönen ersten. Ich hoffe, ihr lebt noch alle. Und habt euch nicht totgesoffen hier. Oh, nö, ne? Oh. Ja, ich hab was zu tun. Schreibt was im Chat. Race good, moin. Paul, moin. Ja, das ist ja schon wieder hier, ja, Deluxe-mäßig auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich hab Spaß. Soll das Mauerstandbild sein? Hört. Als ob! OBS, willst du mich eigentlich komplett verarschen hier oder was? Nein, das ist. Alter, geht schon wieder gar nichts hier heute, ey. Was ist mit dem Chat? Warum ist da kein Chat? Was ist da los? Warte mal. Daumen hoch, Leute, für den guten Stream bisher hier. Also, ich bin schon sehr zufrieden.
So, schenkt mir euer Weihnachtsgeld, eure 50 Millionen. Dankeschön. So. Okay, wir haben gleich alles. Live-Chat. Ich muss jedes Mal den Link ändern. Den Link kann ich erst... Dankeschön. Ah, jetzt geht er auch noch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Optimal. Ich kann den Link immer erst ändern, wenn der Stream losgeht. Das ist voll bescheuert. Oh, wir sind schon da. Krass. 2.1. Heute ist aber hier, machen wir direkt um 15:30 an. Ist ja egal, ne? Ihr habt ja noch nicht den Code. Ihr könnt ja eh noch nicht anfangen. Dosen hoch. Was für Dosen? Ah, jetzt das Bild da. Ja, wunderbar. Optimal. Hab nur 40 Millionen zu Weihnachten bekommen. Ja, dann hau mal rein, ne? Hey, heute noch Breath of the Wild. Das bietet sich nicht so an. Das muss man dann richtig intensiv spielen, weißt du? Als jetzt so kurz anzuspielen, lohnt sich jetzt nicht so sehr. Moin, erstmal an dir schon hier noch. Moin. By the way, frohes neues Jahr. Yo, frohes neues Jahr euch. So, ich würde mal sagen, hier eine Stunde machen wir das, oder? Und dann machen wir was anderes. Ja, so würde ich das sagen. Doch, doch. So passt es. So. Der Vorteil beim Turnier ist einfach nur, jeder kann mitspielen, ohne auf meiner Freundesliste zu sein. Das ist der größte Vorteil. So. Habe ich hier noch irgendwo so ein Ding? Muss mal gucken, ey. Das hier? Was ist das? Nee. Das Ding hier? Warum habe ich zweimal einen Freundescode? War dies los mit mir? So, wir schaffen das. Turniercode ist 1474 28 71 6075. So, ran damit. Machen wir nach da unten. So. Richtig gut. Der Chat geht leider noch nicht hier im Stream. Warum auch immer. Irgendein Bug oder so. Keine Ahnung. So, Turnier geht auch direkt los, Leute. Gönnt euch. Deluxe, in der Tat. Und hallo El Molga, servus, hallo. Jetzt habe ich auch einen Nintendo Switch, ja, optimal. Und Brigitte, wie gesagt, der Chat geht im Stream gerade irgendwie nicht. Den Bug hatten andere YouTuber auch schon, jetzt habe ich ihn anscheinend auch mal. Sehr gut. Muss ja auch mal sein. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Er hat seine Tage, Leute. Ich lade ihn mal neu. Wenn er denn will. Oh, wir nehmen die Deutsche Bahn. Komm, Deutsche Bahn ist immer gut. So, warte mal. Jetzt vielleicht? Komm, komm, komm. Yay! Er geht. Sehr gut. Wieso nicht 200? Ja, keine Ahnung. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Vielleicht machen wir am Ende. Ich habe heute irgendwie voll viel vor. Oder auch nicht. Mal gucken. Vielleicht am Ende noch mal Reaction-Videos oder so. Also, ich gucke mal eure Videos an. Ich will sowas mal machen irgendwie. Keine Ahnung. Das natürlich dann mit Facecam. Muss das dann noch aufbauen und... Ja. Mir meinen Toad-Hut aufsetzen, Kappa. Apfelschorle am Start. Alles am Start hier. Sehr gut. Los geht's. Ja, optimal. Ein bisschen MK8. Ich wünsche mir dieses Jahr endlich mal Mario Kart 9. Das muss einfach kommen. Hallo an Sibi. Servus. Moin alle, die am Start sind. Passt der Sound so? Passt der Sound? Ich hoffe, auch mein PC macht heute mit, weil in letzter Zeit habe ich auch so kleine Problemchen ab und zu. Gestern wollte ich ein Spiel spielen, und zwar City Skylines, kennt ihr vielleicht, und ja, das Spiel stürzt erstmal ab, nur weil ich mir noch ein Video nebenbei angucke. Ich habe ja zwei Bildschirme und so. Der Sound ist zu laut. Ach du Scheiße. Ja, okay. Jetzt ist er leiser. Jetzt ist er leiser. Dankeschön dafür. Jetzt burstet besser. Jedenfalls, irgendwie in letzter Zeit hat mein PC gerne mal so ein paar Probleme. Und deswegen hoffe ich mal, heute passt das alles mit dem RAM und so. Keine Ahnung. Ja, ja. Sound ist zu laut. Jetzt ist er leiser. Jetzt ist er leiser. Jetzt ist er leiser. Gut, dass ich gefragt habe. So muss das. Hey everyone, die Prinzessin ist da. Hallo Princess Peach. Moin. Wie geht's? Bist du eigentlich neu? Ich kenne dich vom Namen her noch so gar nicht. Ich hab dich halt auf Discord vor kurzem gesehen, ne? Ich weiß. Aber sonst so. Jetzt passt das. Ja, super. Optimal, Leute. Daumen hoch für den besten Stream hier. Am 2.1.2019. Wann glaubst du, wird Zelda Breath of the Wild 2 kommen?
Also hast du mein Video nicht gesehen, Raphael? Ich habe ja ein Video gemacht vor kurzem über die Releases nächstes Jahr. Ja, geil. Und ich denke, es kommt nächstes Jahr. Weil ich denke, es kommt ja auch immer Mario Odyssey 2. Und ich denke mir halt so, warum sollten sie Breath of the Wild 2 auf der E3 2019 ankündigen? Aber erst in 2 Jahren bringen. Das macht keinen Sinn, finde ich. Also ich finde, sie werden das nächstes Jahr raushauen, weil sonst war die Ankündigung einfach viel zu früh, finde ich. Also ich finde zumindest, dies kommt nächstes Jahr. Jetzt ist es leise, oder was? Als ob. Da ist es leise. Okay, ich mache gleich wieder lauter. Mama Laura hier, was ist da los, ey? Mama La. Was ist hier eigentlich los? Nur Betrug. Lass mich nur. Ey! Dirshan? Ich werde dich finden, ich kenne deine Adresse. Ich komme vorbei. Ab und zu kommen wir auch mal gerne persönlich vorbei, wenn ihr DSL-Modem wieder am Brennen ist. Wir kommen gerne persönlich vorbei. Okay. Ich mache ihn wieder ein bisschen lauter. So, Mama Laura, ey. So. Jetzt, glaube ich, ist alles ein bisschen schöner im Leben. Doch, doch, jetzt ist alles hier wunderbar. Optimal. Moin alle, die so am Start sind. Servus. Hattet ihr einen schönen Tag. Hallo, Tauda. Moin. Wird wieder gemario-kartet. Ja, auf jeden Fall. Pius, du Bot. Ey. Ich bin nicht bei der CDU. Ja. Da bin ich nicht. Ja, ihr könnt alle gerne mitspielen. Alle, die Mario Kart haben. Turniercode oben... unten links zu sehen, gönnt euch und habt ein bisschen Saß hier. Ja, ich hoffe, ihr habt auch alle von Todd of 2.0 mitbekommen, ne? Zumindest alle, die sich für Best-Offs interessieren. Der neue Kanal Todd of 2.0 für Best-Offs hier natürlich einfach weiterhin Streams und Videos. Und natürlich Animal Crossing im März, ist ja toll. Also den neuen Animal Crossing Trailer gesehen. Ja, wenn man es so nennen darf, Splatty, erstmal moin an dich. Das war ja jetzt nicht wirklich ein Trailer, ne? Das war nur so ein kleiner TV-Spot leider nur. Ich denke, sie werden uns einen neuen Trailer in der Januar Direct präsentieren. Die wird ja bald kommen, nehme ich mal an. Da können wir gerade mal ganz kurz drüber reden. Und zwar gibt es da neue Leaks, Leute. Haltet euch fest, bleibt auf dem Stuhl, setzt euch hin. Es gibt neue Leaks oder neue Infos. Und zwar GameStop, den kennt ihr ja alle. Ist ja dieser Gaming-Laden, ne? Keine Werbung so. Da, die machen immer meistens auf ihre Online-Webseite und auf ihre, keine Ahnung, wo immer alles die das machen. Jedenfalls, immer wenn eine Direct ansteht, kurz davor, hat GameStop, GameStop, ja genau, so heißt der. Schon wieder lost, ey. Die machen immer, ihre Online-Einträge schon rein. Mit einem Platz halt, also einfach kein Bild und einfach nur... Next Nintendo Switch Titel oder so. Also ohne zu verraten, was für ein Spiel ist. Aber sie machen immer kurz davor neue Einträge rein in ihre Online-Webseite. Und ja, es gibt neue Einträge. Heißt, sie wissen schon wieder irgendwas. Also sie haben schon wieder Infos. Verraten sie natürlich noch nicht, ist ja ganz klar. Aber sie wissen schon wieder was. Und zwar die nächsten Titel für das nächste Jahr. Die Titel halt für 2020 ist, ne? Also nehme ich mal an, dass demnächst eine Direct kommt. Schließlich haben sie schon wieder 250.000 Titel gefühlt auf ihrer Webseite stehen. Da sind schon wieder so viele Titel, so 5, 6 oder so. Es können natürlich auch kleine Indie-Titel sein. Ja, was heißt kleine Indie-Titel? Aber es können auch so kleinere Titel sein. Aber natürlich wird da auch der ein oder andere größere Titel am Start sein. Ist ja ganz klar. Und ja, ich freue mich drauf. Glaube ich auch. Ja, das wird... Ich wette euch mit... Ah, ich würde sagen... Vielleicht schon nächste Woche, Leute. Vielleicht schon nächsten Donnerstag gibt es die erste Direct. Das könnte sein. Nächste Woche Dönerstag. Dankeschön fürs Abonnieren hier an dieser Stelle. Herz raus. Der März in diesem Jahr wird so epic für Gaming. Ja. Was kommt da noch raus aus der Animal Crossing? Ori vielleicht? Ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Der Ori-Titel. Titel, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Animal Crossing, das wird richtig geil. Das wird richtig super. So, komm, fahr ins Ziel, Junge. 6. Platz, ja Mann. Verbindung wird hergestellt. Ja, Sebi, kauf dir einfach Internet. Du bist einfach nicht bei 1&1. Das ist das Problem.
Wer bei 1 in 1 ist, hat immer gutes Internet, ja. Kommt auch auf dem Kanal. Na klar, Chris. Dies werden wir spielen ohne Ende. Ja? Sowohl in Videos als auch in Streams, ja. Obwohl in Videos, ich weiß gar nicht, was ich da in Videos machen soll. Vielleicht irgendwelche. Nee, ich glaube Videos eher weniger. Eher in Streams. Aber ich mache jetzt kein Let's Play. Sondern will so eure Städte will ich besuchen, Animal Crossing. Und natürlich der Beginn vom Spiel, so. Den werden wir natürlich erstmal im Stream spielen. Und dann natürlich mit euch Städte besuchen. Ja. Zweimal erst hintereinander. Oha. Krass. Du besuchst dann mein Toad Town. Genau. Mr. Toad, moin. Und No Name, auch moin an dich. Hallo. Ist das Turnier bereits voll? Nee, Luca kann joinen. Ein Turnier kann nie voll sein. Es können unendlich Leute reinjoinen. Gönn dir. Views, weißt du noch das eine Turnier, wo ich den Punkt vor dem Zweitplatzierten gewonnen habe? Ach, wegen einem Punkt. Ja, genau. Das war lustig. Bitte Big Blue. Ja, du hast es bekommen. Moin Toads, moin, hi. Bin nur Zuschauer betrunken. Oh. Naja, du hast ja eh keine Chance, ne? Wir sind einfach zu gut für dich. Gerade ich bin einfach Profi. Keiner vor mir war. Ich wollte eigentlich mal vor mir das streamen, aber. Hab heute zu lange geschlafen. Wollte ja nix. Belastend eigentlich voll, ne? Ich weiß gar nicht, hättet ihr vor mir das Lust auf den Stream morgen oder so? Ich weiß nicht. Oder pennt ihr alle noch? Ja, Langpenner, ey. Alle pennen hier bis 12 Uhr oder so, ey. Ich. Ah, heute war 11.30 Uhr. Ich war eigentlich schon um 9 Uhr wach, aber. Boah. Bin ja wieder eingeschlafen, wie man es kennt. Und dann war es das wieder komplett. Wie man es kennt. Profi Pius, ja. Ey! So ein Mist hier. Ich hätte Bock, ja, optimal. Ja, optimal. Ey, dauernd werde ich hier getroffen. Dauernd. Welche der bisherigen Animal Crossing-Spiele hast du gespielt? Wirst du New Horizons spielen? Na klar. Dies werde ich spielen und ich habe bisher gespielt New Leaf für den 3DS. Happy Home Designer für den 3DS. Und Amiibo Festival für die Wii U, ja. Ich habe Let's Go mal angespielt. Also der Wii-Teil, Let's Go to the City. Da habe ich mal beim Freund gespielt, hat mich aber nicht so gejuckt irgendwie. Oh, Junge. Und den GameCube-Teil, den habe ich auch mal angespielt. Sagen wir mal so. Gar nicht gespielt habe ich den 3D, den DS-Teil, da habe ich gar nicht gespielt. Der hieß doch Animal Crossing Wild World, den habe ich gar nicht gespielt. Da gab es diesen geilen Flohmarkt. Ich hätte ihn gern wieder. So ein geiler Flohmarkt. eBay Großanzeigen war das. eBay Großanzeigen. Er spielt einfach Amiibo Festival. Ja, ich habe es für 5 Euro gekauft bei Amazon. Mit 2 Amiibo, Leute. Das war voll krass, ey. 2 Amiibo. Ich habe auch noch Amiibo-Karten waren dabei. Und einfach das Spiel für 5 Euro. Da sagt man nicht nein. Also jetzt mal Real Talk. Da sagt man nicht nein. Willkommen hier an die fast 40 Leute. Hallo. Hallo. Du hättest mal Wild World spielen müssen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Die alten Animal Crossing-Teile habe ich nicht so gereizt, irgendwie. So, New Leaf ist einfach beste Leben, aber das davor, das hat mich nicht so gereizt. New Leaf war ja auch sehr besonders mit dem, ne? Du baust deine eigene Stadt, du bist der eigene Bürgermeister. Das war ja sehr besonders. Davor war es ja jetzt nicht so krass. Wer ist der Lieblingscharakter aus Zelda? Boah, da fragst du mich was. Boah. Bockblind ist ganz geil. In Breath of the Wild ist da ganz, sind die ganz lustig, die Viecher. Da sind die ganz lustig. Okay, das Angebot war gut, das gebe ich zu. Ja, 5 Euro für 2 Amiibo. Und das Spiel. Da sagt man nicht nein. Spiel mir eine Amiibo fest, wenn ich besuche. Du willst mich besuchen, Toda? Ah ja. Interessant.
interessant. Er kommt vorbei, Leute, persönlich. Nach einem Fantreffen in Hamburg. Kommt alle vorbei. Morgen um 13 Uhr, Kaffer. Gibt es eigentlich jemand von euch, der in Hamburg wohnt? Schreibt es im Chat. Würde mich interessieren. Wohnt einer von euch in Hamburg? Das sind die fragenden Fragen. Die Strecke ist nicht so leicht gerade. Ich mag sie auch nicht. Vater Ibrahim, moin! Wie geht's? Ich habe mich verschrieben? Nee. Echt jetzt? Hab ich echt? Oh Gott! Ich bin komplett lost. Habe ich echt verschrieben? Ja, dann, ja, dann muss ich jetzt gleich mal korrigieren. Als ob, ey. Nicht doof oder was? Ich wohne in Hamburg, das weißt du ja. Ja, du weißt, ja, das weiß ich bei dir. Du keck, du. Sei ruhig, mich haben gerade Bobbins umgebracht. Oh. Die können doch gar nichts, ey. Ich bin besser. Wir können gar nichts. Pius, du 1-1-Kunde. Ja, ich bin stolzer 1-1-Kunde. Ich bin sehr stolz. Im 11. Platz. Ja, Mann. So läuft das. Daumen hoch für meinen Skill, Leute. Optimal. Und aktivieren Sie die Glocke. Um keinen krassen Skill mehr zu ver- oh, 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 jetzt geht's aber los hier. Disable-Modem. Jetzt bei 1-1. Gönn dir. Ich hätte kein Autogramm von Master Davis, das wäre voll geil. Dennis HD 300, moin! Hallo! Ich habe gerade einen Tod gehört. Tony, was geht? Tony! Ich fahr mal da lang, beste Leben hier, ey. Mit 200 km/h über die deutsche Autobahn. Oh, scheiße. Ja, optimal. Läuft aber so gar nicht. Danke. Finde ich. Ja! Mhm. Jo. Yay. War eine tolle Runde. Jo. War gut. War super. So, ist der Code jetzt echt falsch gewesen? Habe ich einen Schreibfehler? Wo nochmal? Hier bei der 1, bei der 2, ne? Kommt da eine 1 hin? Ist das so korrekt, Leute? Kann das jemand bestätigen? Okay, dann ist er jetzt eine 1. So. Neuer Code, Leute. War falsch. Ich kann gar nichts. Aber wie seid ihr denn alle reingekommen? Zauberei? TT Markus ist Vorletzter. Belastend. Vom 12. auf dem 11. bin stolz, Bios. Ja. Und ihr könnt auch Mitglied werden, wenn ihr Bubble lernen müsst. Hier gibt es einen Sprachenlern-Bubble-Emoji. Ja, Leute. Für 1,90 könnt ihr Kanalmitglied werden und dann bekommt ihr coole Emojis wie ein Sprachenlern-Bubble-Emoji, was euer Leben erweitern wird. Das hier ist beste Leben. So. Hallo. Bei der neuen Strecke. Guten Tag. Neuer Code, alter Tod. In der Tat. Wir haben einen neuen Code. Durch Freund joinen. Ja gut. Ja gut. Das geht natürlich. Genau, Toadat zeigt alle Emojis. Wir haben voll viele, ne? Voll krass eigentlich. Da haben wir auch einige Kanalmitglieder. Über 20. Da hat man natürlich einige Emojis. Lustigerweise hat, glaube ich, Google immer noch nicht mein Geld mir gegeben. Also ehrenlos. Darf da bald eine E-Mail schreiben. Die wollen mich komplett abkassieren, Leute, habe ich das Gefühl. Komplett. Komplett, ey. Anzeige ist raus. Ich fahre persönlich vorbei und hol mir das Geld, ey. Ravioli ist vor mir. Lecker, schmeckt uns gut. Nein, Ehrentod bringt auch bald ein Poster. Weißt Bescheid. Wer ein paar Monate Mitglied ist, kann ein Toad-Poster bekommen. Krass, ne? Ja. Hast du deine View eigentlich noch? Klar habe ich die. Als ob ich die verkaufen würde. Würde eh nichts bringen.
Alleine für 3D World. Ja, super. Für 3D World brauche ich die noch, ne? Mario 3D World, bestes Game, ey. Da brauche ich eine View. Oh nö, der Bombenfreak ist da. Das gibt eine Strafe, aber Bro. Für den Bombenprank. Lecker, lecker. Ja, schmeckt ganz gut, ne? Ich habe auch in Berliner gegessen. Zum Frühstück. Hat noch einen von Silvester über. Mittag gibt's heute Abend. Heute, ja. Ich war heute auch schon draußen. Pius war draußen, oh mein Gott. Bin mit Bus gefahren, alleine. Ich war einfach der einzige Fahrgast im Bus. Die ganze Strecke lang. Das war auch mal amüsant. Die ganze Zeit alleine im Bus. Mit dem Fahrer. Bisschen mit dem getalkt über verschiedene Themen. Er ist Vater, hat einen Sohn. Und den hat er eine Switch gekauft zu Weihnachten. Ja. War sehr interessant, der Talk. Mit dem Busfahrer. Ein Bild vom Bus, Leute, ja. Ein Bild vom Bus. Könnt ihr meiner Insta-Story sehen, ja. Folgt mir gerne auf Instagram. Link dazu jetzt im Chat. Gönnt euch. Nehmt keine Drogen, genau. Kommt der Link da heute noch oder erst morgen? Hallo? Ah, dankeschön. 3 Stunden später. 3 Stunden später. Sehr gut. Was denkst du, wann die nächste Direct kommt? Hatte ich ja eben schon mal gesagt, ne? Ich könnte mir vorstellen, in genau einer Woche, am 9.1., das ist ein Donnerstag, oder am 16.1. Beides möglich. Doch, doch. Beides möglich. Mal gucken, wann es sein wird. Bei mir lief's nicht so optimal, ja. Mal wieder Betrug, oh ja. Was findest du besser, Nintendo Switch oder ein Nintendo Switch Lite? Natürlich die normale, weil die kann ich aufnehmen in mit meiner Elgato. Die andere kann ich ja nicht am Fernseher benutzen, deswegen, ne? Deswegen kann ich die nicht aufnehmen, deswegen natürlich die normale, ist ja ganz klar. Sonst könnte ich hier gar nicht mit euch spielen. Lite ist nur für Leute, die halt einfach gar nicht am Fernseher spielen wollen oder können. Weil sie keinen haben oder so. Oder als Zweitkonsole. Oder natürlich für Leute, die halt weniger Geld ausgeben wollen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, so viel günstiger ist die Lite gar nicht. Ne? Also, du hast keine Joy-Con dabei. Also, so viel günstiger ist sie gar nicht eigentlich. Vielleicht auf den ersten Blick, aber wenn man mal ein bisschen genauer hingucken tut. Ja, nicht unbedingt. Hallo, ein Glück bin ich wegen deinem Skill mit dem Flugzeug nicht abgestürzt. Aha, bin ich Pilot oder was? Abstürzt mit dem Flugzeug soll hoffentlich gar keiner. Wo bleibt meine Strafe, Pius? Was ist denn eine Strafe? Aber Bro, du kriegst gleich eine Anzeige hier bei Polizei Hamburg. Das ist gleich deine Strafe. Was war deine erste Konsole? Das war tatsächlich, ne? Das war der Nintendo DS. Krass, ne? Der Nintendo DS war meine erste eigene Konsole, die ich hatte. Davor habe ich immer nur auf dem PC gespielt, auf Windows XP. Mohun und sowas. Aber der DS war dann die erste Konsole. Danach hatte ich eine Wii. Und dann hatte ich ein 3DS. Dann habe ich mir noch ein GameCube gekauft. Und dann irgendwann eine Wii U. Ja, und dann halt die Switch, ne? N64 habe ich inzwischen auch noch. Habe ich mal nachgekauft, weil ich würde die alle mal haben. So. Pius, der Pilot. Ja, man kennt's. Komm her, Metal Mario. Metal Mario, dir schon. Deine Strafe für vorhin. Komm her. Du auch. Hammer, Bro. Was ist los mit dem? Ja, was ist denn hier los? Ich kann einfach nicht zielen, ey. Voll belastend. Bombe! Oh! Ich mach die Bombenpranks. Und kann immer noch nicht fahren. Oh, die ganzen Autos, ey. Hilfe. Da kommt ein Freak! Geh weg. Okay, alles wird gut. Komm her! Ja, schade. Schade.
Bomb-Prank mit Apo. Das heißt Red. Der gute Apo, der gute Apo. Toller Typ. Meine Mutter hat mir die Nintendo Switch geholt. 300 hat sich gekostet. Hat sie gekostet. Ja, okay. 300 Euro ist ganz normaler Preis, ja. Man bekommt bei uns im Saturn die Switch Lite mit beiden Pokémon-Spielen für 250. Mit beiden? Oha. Nettes Angebot, muss ich sagen. Nettes Angebot. Kilian! Moin! Hallo zusammen! Hallo Kilian! Wie geht's? Meine erste Konsole war der Game Boy Color und danach die Wii U. Das ist aber einiges ausgelassen, oder nicht? Oder hast du den Game Boy Color nachträglich bekommen oder zum Release? Das ist schon ein krasser Unterschied, muss ich sagen. Hallo Tim, moin. Yami auch moin an dich hier. Pius, ich hab dich mit einem Stern getroffen. Du warst das. Raus. 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 Pius, frohes Neues auch an dich. Jo. Auch dir frohes Neues, Kian. Wegen deiner Bombe wurde ich 9. Ehrenlos. Tja, hast du verdient. Meine erste Konsole war der 3DS. Ja. 2011 kam der raus. Jo. Ist auch schon wieder 8 Jahre her. Fast 9. Aber bisher sind es noch 8 Jahre. Meine erste war der DS. Jo, wie bei mir, ne? Wie bei mir. Denkst du, dass ein 3D World Port für die Switch kommt? Ja, ich hoffe sehr. Oh ja, 3D World will ich haben. Ich hoffe, sie kündigen es in der Yando Direct an und dann kommt es boah, im April raus oder so. Geil wäre natürlich nächsten Monat, aber das glaube ich jetzt eher weniger. Wenn dann im April oder so. Das wäre ganz nice. Das wäre optimal. Hey Pius, frohes Neues. Wie geht's dir? Mir geht's optimal und dir? Hi Alina. Ich hoffe, dir geht's auch optimal. In den Ferien ist ja immer alles schön, ne? Ferien sind immer optimal. Kugelwilli. Wieder 10. Man kennt's. Immer dasselbe hier, ey. Markus. Hallo. Was geht? Erste Konsole gespielt von meiner Mutter, der SNES. Oha, das ist schon eine ganz alte Konsole. Schon einige Jahre alt. Wann kam die raus? In den 90ern oder so? Nee, noch vor, ne? In den 90ern kam ja der N64, glaube ich, ne? Ende 80er, oder? Das ist schon ewig her. Ewig her. Kiki, moin noch an dich, hallo! Wie geht's? Frohes Neues noch an dich. Ich habe eine eine Pflanze auf die. Ich habe keine Pflanze. Super. Super. Läuft alles super hier. Nur Betrug. Ja, frohes Neues, ja. Zweiter Erster schon. Das Jahr geht so schnell, Leute. Bald ist schon wieder Silvester. Aber Mario World kam so 1992 raus. Echt? Okay, dann kam der N64 Mitte der 90er. Oha. Stimmt, das kann sein. Mitte der 90er. Oha. Was soll ich mit 3 Grünen? Die kann ich Polly zum Fressen geben, aber ich brauche die nicht. Und wurde jetzt rausgekickt. Oha. Hast du kein Internet? Oh. Dritter! Leute, Daumen hoch, Daumen hoch! Dritter Platz! Dritter Platz! Sehr gut! Würde gerne mitspielen, hab aber keine Switch Online. Oha! Ist ja jetzt nicht so teuer, 20 Euro im Jahr. Vielleicht durch Weihnachten irgendwie noch kaufen oder so. Game Bro, in welchem Stadtteil von Hamburg wohnst du? Ah, das wüsstest du jetzt gerne. Wohnst du in Hamburg oder was? Oder was? Mag ich überhaupt nicht. Es geht so. Ja. Hatten wir schon. Ist okay. Ist okay. Oh no, Pius wurde Dritter, ja. Er wurde Dritter. Krass.
Er wurde Dritter. Er ist so gut. Oh! Kiki! Willkommen bei den King Toads! Danke dir! Die ist einfach back. Du warst doch schon mal Mitglied, ne? Ja, grüner Pilz. Ja, geil. Herzen und Pilze für Sie in den Chat, Leute. Ich hoffe, die Einbildung kommt mal wieder. Das wäre ein bisschen belastend, wenn nicht, ey. Ein Member, danke dir. Wo soll ich mein Handy hin? Handy? Habe ich nicht verkauft? Ah, Handy, ja, ey. Kann ich hier irgendwas? Nee. Ich muss mal wieder gucken, was mir denn... Geht die Einbildung jetzt? Danke dir. Bin zurück, ja. Wie viele Monate hast du das jetzt schon, ja? Hallo? Sehe ich nicht. Dankeschön dafür. Grüner Pilz ist, habe ich 3 Monate, oder? Ich weiß es schon selber nicht. Auf jeden Fall, Kiki ist jetzt wieder im Bubble-Abo drin. Sehr gut. Jetzt lernen wir alle wieder gemeinsam Sprachen. Wir lernen gemeinsam Sprachen. Sehr gut. Danke dir auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zurück. Irgendwann kannst du den Poster aussuchen, aber... ja, Österreich, Lieferung, ich freue mich schon. Ich will die diese Woche mal rausschicken, die ersten Poster. Die ersten Kartons habe ich zum Verpacken. Ich muss sie jetzt nur noch einpacken und dann geht's raus. Die ersten Beeps. Ein Toad-Poster, man kennt's. Ich wohne in Düsseldorf, ja, da wohnen einige. Allgemein NRW ist ein sehr bewohntes Bundesland, muss man sagen. Da wohnen einige. Gefühlt jeder. Gefühlt jeder wohnt in Bayern oder in Bayern oder in NRW. Das sind so die zwei Bundesländer, wo gefühlt jeder wohnt. Und ja. So ist das. Bin wieder da. Willkommen hier zu Wook. Briefeule. Hi und erstmal frohes Neues. Steffi, moin noch an dich und dir auch frohes Neues. Du hast das Poster jetzt so viel verdient hier. Du bist es, Mann. Nee, so viel verdiene ich durch die Poster nicht, das sag ich dir. Nee, nee, nee. Alle Poster haben ungefähr... Ja, ein Poster ungefähr 50 Cent in der Produktion. Der Versand ist das teuerste. Der Versand ist teuer. 3 Euro oder so. Für ein Poster verschicken. Das ist das teuerste. Dann noch einen Karton kaufen. Weißt du, da denkt man gar nicht so dran, aber... Selbst Verpackungsmaterial ist eigentlich voll teuer, wenn man mal so darüber nachdenken tut. Da lohnt es sich fast, bei Amazon Poster zu bestellen. Kommt fast günstiger. Lul. Es kommt fast günstiger, wenn ich mir einfach statt Kartons zu bestellen, einfach Amazon Sachen bestelle. Das ist irgendwie traurig, oder? Lul. Mr. Blackout, hi, wie geht's? Mir geht's wunderbar und dir? Hi, erstmal. Moin. Ich bin 6. Ah, ja. Sehr gut. Da geht noch mehr. Oder auch nicht. Wer war das? Was? Luftpumpe? Oder wer war das? Luftpumpe. Und passende Tannenbäume. Weihnachten ist gerade zu Ende, ey. Weihnachten ist zu Ende. Ja, solange Google hier betrübt mit deiner Auszahlung. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich hoffe mal, Kikis VIP wird auch mal wieder gezählt als... Umsatz. Das wäre zumindest mal wieder optimal. Irgendwas ist da verbuggt. Wie lange muss man Mitglied sein, damit man Rainbow Toad hat? Du meinst diesen Pilz neben deinem Namen in Regenbogenfarbe? Das ist tatsächlich 2 Jahre. Das ist lang, ich weiß. Aber dann ist man auch richtig krass als Farbe. Die längsten VIPs sind bisher 13 Monate. Das ist auch schon übelst krass. 13 Monate VIP sein. Holy shit. Ja. Das ist lang. Das ist lang. Oh ja. Wie lange geht das Turnier? Wie viele Runden? Das geht bis 16:30. Halbe Stunde noch. Und dann machen wir noch irgendwas anderes. Oh nee, nicht diese Strecke. Die mag ich gar nicht, ey. Die mag ich mal so gar nicht. Ich muss gehen, vielleicht bis später. Hau rein. Schön, dass du da warst. Tschüss. Die Luftpumpe. Toller Name. Luftpumpe. Was geht?
Hast du von dem Brand im Zoo Krefeld gehört? Jo. Habe ich auf Twitter den einen oder anderen Tweet zu gemacht gehabt. Folgt mir gerne auf Twitter, Leute. Link dazu jetzt im Chat. Ich binde heute richtig gut diese ganzen Folgesachen ein. Richtig gut. Erst Instagram-Werbung, jetzt Twitter-Werbung. Läuft auf jeden Fall heute. Sehr gut. Ich habe da 2200 Follower, Leute. Schaffen wir die 5000 Kappa? Ja. Aber gar kein Pokémon, bitte. Bei was? Nee, Pokémon-Fan bin ich so wirklich. Twitter ist krass. Oh ja. Oh ja. Ich habe keinen Twitter, dann verpasst du was. Kannst ja mal kostenlos einen Account erstellen. Ist ja gar kein Problem. Brauchst du eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, dann geht's los. Dann geht's los. Ab heute greifen auch diese ganzen Copper-Gesetze auf YouTube eigentlich. Ne? Bisher habe ich davon nicht viel mitbekommen, dass da irgendein YouTuber jetzt irgendwie gelöscht oder nichts mehr bringen kann. Bisher alles ganz stabil. Ist auch ganz gut so. Ich bin sogar Dritter. Ich bin voll stolz auf mich. Ich bin voll stolz auf mich. War ich voll gut. Zockst du ein anderes Game um 16:30 Uhr? In der Tat. In den Chat geguckt. Direkt auf die Banane. Sehr gut. Ja, um 16:30 Uhr machen wir was anderes. Oh ja. Sozala Inzog. Oder so. Hi. Moin. Willkommen hier im Chat. Und im Stream. Hi. Wir haben gerade so viele Likes wie Zuschauer. Optimal. Oh, sah auch mal ganz lustig aus gerade. Gleichstand. Wen verfolgst du aktiv auf YouTube? Das ist eine gute Frage. Domi? Boah, BlueX2 würde ich auch noch sagen. Kommt der jetzt nicht so viel bei ihm? Und. Ja, das war's eigentlich schon. Also ich habe sehr viele abonniert und gucke halt ab und zu immer mal bei den Videos rein. So könnte man das sagen. Bin back, Todos. Ah ja. Mein eigener zweiter Account oder dritter Account ist am Start hier. Sehr gut. Hallo Todos, wie geht's? Abonniere mich, okay? Deine blöde Hupe. Tja. Erster. Oha. Wie hast du eigentlich Weihnachten gefeiert? Und was hast du bekommen? Gefeiert? Ja, zu Hause halt, ne? Mit Oma und Familie halt allgemein. Und was ich bekommen habe, Alina, das kannst du auf meinem Zweitkanal sehen. Suib, da habe ich ein Video dazu gemacht. Deswegen, das bietet sich da an, das sich einfach nach dem Stream anzugucken oder so, wenn du es wissen willst. Auf Suib habe ich dazu ein Video gemacht. Mein Zweitkanal Suib. Könnt ihr auch gerne abonnieren. Da gibt es ein paar Real-Life und so Talk-Videos und so. Ja, Handy-Videos. Auf dem Suip. S-U-U-I-P. So geht das. So geht das. Vierter Account Pius, Poli, Suip und jetzt dazu Todas. Poli hat keinen Account. Also Poli hat keinen YouTube-Account. Das ist falsch. Wer ist da noch? Ein eigener Kanal für Poli. Ah ja. Jetzt kommt die Animal Crossing Strecke. Leider nein. Dafür halt diese Strecke hier, die ich so gar nicht mag. Also, ich finde die langweilig irgendwie. Ich mag sie nicht. Der Kanal nennt sich Suip, genau. Doch. Nee, ich habe den nicht. Das ist von Gamertoad, glaube ich, ein Account. Ich habe jedenfalls keinen Poli-Account. Das ist nicht meiner. Da hast du wieder was gelernt, Hanna. Das ist nicht mein Account. Der ist von Gamertoad. Wenn du den meinst, den ich kenne, dann ist das der von Gamertoad. Oh, so viele Webshades. Was ist denn da los? Das ist ja mal optimal.
Hammer Bro. Lass die rote los. Ey! Dishan. Bald reicht's für mit dir. Bald wirst du gebannt. Raus aus meiner Lobby. Oh Gott. Das war grad knapp, ey. Das war knapp. Armin, hi. Ich bin Armin. Moin, Armin. Wie geht's? Frohes Neues und dich. Meinst du Polypius? Ja, Polly ist nicht mein Account. Und Polly schreibt man übrigens mit I. Nicht mit Y, sondern mit I. Ja, hast du wieder was gelernt? Falls ich es nicht wissen, Polly ist meine Katze. Jo. Mario Kart ist geil. Ja, deswegen hätte ich gerne auch ein neues. Mit neuen Strecken. Guckst du auch weg ab und zu. Ab und zu guck ich da auch mal rein. Aber dann halt auf YouTube. Ja, also auf Twitch jetzt nicht so. Streams auf Twitch gucke ich jetzt nicht so oft. Bin daher auf YouTube aktiv. Was ist hier schon wieder los? So ein Mist! Belastend! Was hältst du von 2019? Wie war das Jahr für dich? Armin, da habe ich einen Jahresrückblick gemacht. Mein letztes Video. Auf dem Kanal kannst du dir gerne angucken. Nach dem Stream oder so. Oder wann du willst. Da habe ich über mein Jahr geredet. Das mache ich jetzt nicht noch hier im Stream. Habe ich halt, wie gesagt, gerade im letzten Video, was vor 2 Tagen kam. Boys, bescheuert. Oh, ich diese Runde lief mal wieder so gar nicht. Hilfe. Leider. Ja, auf dem Chat achten und gleichzeitig fahren ist gar nicht mal so leicht, wie man vielleicht denkt. Ja, ich hasse dich auch, Alina. Ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Aber ein neues Mario Kart halte ich derzeit für eher unwahrscheinlich. Und du? Ich nicht. Warum? Also bisher erschien alle 3 Jahre ein neues Mario Kart und Mario Kart 8 Deluxe erschien 2017, also wäre in der Theorie dieses Jahr ein neues dran. Ja. Bis dann, Pius. Hat Spaß gemacht bei dem Stream und frohes neues Jahr wünsche dir auch noch. Alles klar, Molka, schön, dass du da warst. Tschüss. Hauen Sie rein. So, Käseland. Nein! Käseland. So. Käseland. Ist Sabrina oder Toadette deine Freundin? Toadette. Die geile Toilette. Toadette ist eine ganz geile, du. Ganz geil. Oh ja. AC-Fans haben jetzt 7 Jahre warten dürfen. Ja, aber bei Mario Kart ist es echt so ein Ritual, dass alle 3 Jahre ein neues erscheint. Toda. Bei Animal Crossing ist es klar, 7 Jahre auf den richtigen neuen Teil. Es lag aber auch daran, Leute, das vergessen einige so ein bisschen. Animal Crossing hat dieselben Entwickler wie Splatoon. Und Leute, ihr wisst alle, nach New Leaf vom 3DS haben die Entwickler Splatoon gemacht für Wii U, ja. Sind dieselben Entwickler. Und Splatoon 1 kam 2015 raus und danach haben sie Splatoon 2 gemacht. Dies kam 2017. Und jetzt haben sie Animal Crossing New Horizons gemacht, was halt 2020 kommt. Also ist das Game jetzt ungefähr 3 Jahre in Entwicklung gewesen, würde ich sagen. Vielleicht haben die schon ein bisschen früher angefangen, als Splatoon 2 noch nicht draußen war, aber grundsätzlich haben sie halt die letzten Jahre Splatoon gemacht gehabt. Und jetzt halt Animal Crossing. Viel zu tun. Viel zu tun. Ich habe ja nicht 40.000, das wäre ja ganz was Neues. Ich habe ungefähr 10.000. Und warum ich die Abos nicht mehr anhabe, das habe ich auch im Jahresrückblick erklärt. Könnt ihr dort alles euch anhören? Diese Strecke hat man schon öfters, kann das sein? Gefühlt schon 100 Mal. Immer dieselbe Strecke. Ganz schlimm. Oh, Hilfe! Hilfe! Tschüss, hat 90.000. Ja, ja, am besten 100. 100.000, das wäre beste Leben, ey. Deswegen, Leute, abonniert alle den Kanal.
100.000 Abonnenten wäre optimal auf jeden Fall. Warum nicht? Das wäre super. Reichen wir durch Animal Crossing, habe ich gehört. Lul. Wenn der neue Teil rauskommt am 20. März 2020. Dann geht's ab hier. So, komm. Sechster ist drin. Sechster ist drin. Ha! Tschüss! 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 Oh nein, nein! Oh, alles wird gut. Fahr! Vierter! Ja, optimal. Ja, optimal. Sehr gut. Sehr gut. Oh, sorry, meinte 14.000 und nicht 40.000. Ja, ungefähr so 10.400 irgendwas oder so. Wow, ja. Das war gut, ne? Oh, Leute, wählt alle Animal Crossing, wenn ihr Ehre habt. Alle Animal Crossing wählen, wenn ihr Ehre habt. Dies ist optimal. Optimal. So. Viel Glück, ja. Ich gebe mein Bestes. Ich habe Skill. Magst du die Strecke Big Blue? Ja, es geht. Also ich sag mal so, es wäre jetzt keine Strecke, wo ich mir sagen würde, die brauche ich unbedingt im Mario Kart 9. Aber doch, klar, ist eine tolle Strecke. Klar, klar. Aber keine, die ich unbedingt brauche oder so. Ich bin ein bisschen Pokémon Weiß. Ich bin? Du spielst, oder? Oder ich spiele ein bisschen. Meinst du wahrscheinlich, oder? Moin, eure Sabrina. Moin. 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 Welche Strecken aus MK8 magst du am meisten, am wenigsten? Am meisten mag ich natürlich Toads Hafenstadt. Die Animal Crossing Strecke. Die ist auch ganz geil hier, ne? Die Zelda Strecke. Ich mag Warios Abfahrt ganz gerne. Die Schneestrecke. Was ich gar nicht mag, ist Delfin Lagune, oder wie heißt denn überhaupt? Heißt die so? Diese blöde Lagune da. Ich mag auch nicht den Schneeparcours. Und auch nicht Knochen-Trocken-Ruinen-Strecke. Die mag ich auch nicht. Das sind so drei Strecken, die ich so gar nicht mag. Wir brauchen Kieselland wieder. Kieselland ist richtig gut. Die ist richtig toll. Da kann man sich nicht beschweren. Die ist sehr gut. Richtig optimal. So, noch 5 Minuten, Leute, im Turnier. Da bin ich sehr gespannt, wer das Turnier gewonnen hat. In 5 Minuten wissen wir es ungefähr. Oder nee, in 7 Minuten wissen wir es ungefähr. In ungefähr 7 Minuten wissen wir. Ja, toll. Ja! Ja. Belastend! Alles belastend! Ihr könnt gleich gerne mal raushauen, was wir danach spielen sollen. Oder ich, ne? Nachdem. Ich möchte auf jeden Fall euch noch heute einen Indie-Titel zeigen. Ein Indie-Titel, der wird heute auch noch gezeigt. Das wird sehr spannend, Leute. Also bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht den Indie-Titel am Ende oder so. Weil das Game gibt es bis heute für 1 Euro statt 15 Euro, also, ne? Das lohnt sich. Heute im Angebot beim Nintendo eShop. eShop. Da war gerade ein Stachi. Oha. Komm, schnell rüber. Sehr gut. Komm, jetzt noch irgendwas hier machen. Darüber. Optimal. Was macht der denn? Oh nee, was soll ich damit, ey? Hau ab! Wer war das? Vernichtet. Vernichtet. Bam. Bam. Spiel danach Animal Crossing am New Festival. Bitte nicht. Scribble, du go. Ey. Mario Party, Smash.
Oh, aber Amiibo Festival, Junge, bist du irgendwie lebensmüde oder so? Es gibt keine bessere Strecke als Koopa Großstadtfieber. Die ist auch toll, die ist auch toll. Die ist auch toll. Mag ich überhaupt nicht. Ist okay. Ist mir zu Luck-Base. Mag ich sehr gerne. Pius, warum wieder deine Hupe? Tja. Tja. Ich bin halt Profi, ne? Spiel danach mit Super Smash Bros. Oh Gott, das kann ich gar nicht, ey. Hilfe. Weil alle Smash oder was? Oh nö. Scheiße. Da bin ich absolut skilllos. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Maxi Partystraße habe ich nie gespielt. Finde MK7 hatte bessere Strecken. Ich nicht. Ja, Smash. Oh nö. 1 vs 1. Oh, ihr vernichtet mich alle, ey. Hilfe. Hilfe! Hilfe! Ohne Items. Doch, mit Items ist lustig. Items ist lustig. Oh, Mega 2. Ja, kann man immer machen, ne? Das geht immer. Das geht immer. Smash 1 vs 1. Let's go. Ah, was ich mir vorstellen könnte, wir machen alle gegen alle, 4 Leute und dann mit Items. Das kann ich mir sehr lustig vorstellen, da hatte ich Lust drauf, okay? Aber so 1 gegen 1, das ist nichts für mich. Ich weiß, ich bin schlecht im Spiel. Smash kann ich halt wirklich nicht. Mario Kart kann ich eigentlich ganz gut, ich weiß, es sieht nicht so aus heute, aber... aber Smash ist echt kein Spiel, wo ich mir sagen würde, das kann ich. Deswegen, da würde ich schon auf ein bisschen... Eskalation gehen, nicht auf Skill. Ja, weil das liegt mir echt gar nicht, ne? Also Smash, da kann selbst meine Oma mich zerstören. Wisst ihr Bescheid? Was soll das hier wieder werden? Alles wieder belastend. Ich starte das Spiel Ohata, oder? Er fängt schon an, ey. Ja, wir können es gerne mal spielen, okay. Okay, wir machen es gleich mal. Aber bitte mit Part, mit Items. Das ist ganz lustig. Für mich als Noob. Jetzt skillloser Noob. Oh! Von allen. Ja, natürlich. Super. Sehr gut. Ja, alles klar. Bomb-Pranks. Hör auf mit den Bomben-Pranks. Du alte Oberzicke, du. No. Ja, moin. Ja, moin. Sehr gut. Alles wieder belastet. Alter. Was geht? Was ist hier los? Okay, jetzt geht's richtig ab hier. Komm her, Luftpumpe, bam. Hau rein. Vierter, Leute, richtig gut. Mein größter Wunsch ist, dass Pius eines schönen Tages sich denkt, ich sollte ein Pokémon-Schild und ein Schild-Let's Play machen, da es mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist. What? Nee. Pokémon-Let's Play, das wird niemals kommen. Oha. Das war eine Ansage gerade vom Spiel. So. Jetzt müssen wir einmal kurz warten, bis die letzten zu Ende gespielt haben. Dann muss ich das Spiel einmal neu starten. Dann gucken wir uns kurz die Ergebnisse an. Und dann geht's zu Smash. Ein bisschen. Nicht so lange, aber ein bisschen Smash mit euch. Ja? Wisst ihr Bescheid. Machen wir gleich. Denkst, dass 2020 für dich ein gutes Jahr wird? Ja. Ja. Also, sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Doch, doch. Doch, doch. So, ja, bisschen Apfelsaft hier auf meinen Nacken. Prost. Prost.
Fällt hier fast der Decke ab, ey. So. Alles klar, bis gleich, ne? Bin Achter, oha. Achter Platz, das spoilert er einfach schon. So. 2 Minuten sind rum. Einmal neu starten, bitte. Und dann gucken wir uns kurz die Ergebnisse an. Ich suche schon mal Smash raus in der Zeit. Mal gucken, wo ich es finde. Smash, wo bist du? Hallo Smash. Smash, bist du hier? Arms, Zelda, Yooka-Laylee, Captain Toad. Hier Smash, sehr gut. Ich habe es gefunden. So, dann geht's mal zu den Ergebnissen. Und Turnier. Toad-Turnier, ihr wisst Bescheid. So, 20 haben mitgemacht, sehr schön. Und auf dem ersten Platz ist schon wieder Hammer Bro. Was ist denn los mit dir? Mit 155 Punkten. Glückwunsch. Schon wieder auf dem ersten. Er kennt sich einfach aus, Turniere zu gewinnen. Auf dem zweiten Platz ist Lara X2 mit 147 Punkten. Auf dem dritten Platz ist Dishan mit 142 Punkten. Auf dem vierten Platz ist Galaxy YC. Aha, 107. Auf dem fünften ist Luftpumpe. Ah, die alte Luftpumpe, ey. Auf dem sechsten bin ich, Gepuse, mit 91 Punkten, sehr schön. Siebter ist Ravioli, 86 Punkte. Grexi mit 75 auf dem achten. Toxus auf dem neunten mit 68. Und auf dem zehnten ist Tim mit 65 Punkten. Da haben wir noch Fabian, Kit, Markus, Mr. Toad, Kleber, War, Insock, Sebi, auch richtig gut hier mit 9 Punkten. Sehr gut, hast du gut gemacht. Auch der Österreicher, der Flo, der hat gute Arbeit geleistet, er hat 2 Punkte geschafft, das ist hier. Da muss man mal ein bisschen Applaus da lassen, hast du gut gemacht, Flo. Hätte ich nicht besser geschafft. Und Quantum ist auf dem 19. Platz, ja, wisst Bescheid. 2x2 Punkte, ja, kann ja mal passieren. Ja, Hammer Bro, ne, läuft bei dir auf jeden Fall. Läuft bei dir richtig gut. Eine Blamage, dass ich 7. bin, oha. Ich bin auf dem 6. Yay! Das muss man festhalten. Bin voll stolz auf mich. Was haben wir hier so gemacht? Toad-Turnier 8, 7, voll viele, ne? 6, 5 und dann ist es schon zu lange her. Ah ja, sehr schön. So, raus hier aus der Bude. So, und ein bisschen Smash. Ein bisschen Smash, Leute. Bleiben Sie dran für den Indie-Titel des Jahres. Jahres, Alter, ich kann die wieder nicht reden, ey. Jahres. Das sollten Sie nicht verpassen. Das kommt am Ende. So. Rein damit. Jetzt lass ich mich gleich vernichten. Ich freue mich schon. Kein Update? Sehr gut. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Was machst du, wenn du irgendwann mal 100k hast? Ja, das dauert noch ein bisschen. Dann mache ich irgendwas, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Leute, Sprachen lernen, Bubble, genau. Muss ich mal wieder machen. Aber ganz dringend. Aber ganz dringend. So, Smash. Smash. Hallo, Spiel? Dachte schon, das ist abgestürzt. Das wär's jetzt noch, ey. Abgestürzt. Juckt mich mal so gar nicht. Yay, endlich reich geworden. 5000 Euro. Auf meinen Nacken. So. Online. Undine-Modus. Rein da. Was? Okay. Hä? Ich war da schon 20.000 Mal drin. Alles klar.
Ich muss mich ein bisschen zurechtfinden hier gerade. Aha. Ich habe gefunden. Ich habe gefunden, Leute. So. Alle bekommen. Ja, kommt ran hier. Wir machen halt mal hier Eskalation. Obwohl, wir gehen auf 3 Spiel, glaube ich, weil... DSL-Modem. Und wir machen was ganz Cooles heute. Betrug. Warte. Versuche 3. Und mal was ganz Lustiges. Eskalation mal heute. Hallo? Ein bisschen Eskalation. Oh komm, hau mal rauf hier. Heute mal ganz lustig sein. Ja, so passt es. Das ist hier der Modus. Sehr gut. Das ist der Modus, den ich spielen will. 2 Verlierer warten. Ich werde niemals verlieren, deswegen warte ich auch niemals. Ja, mach mal, komm. Gönn dir. Das ist hier die krasse Arena. Nein. Ja, krass. Sehr gut. Zugangscode, ja, komm. Code. Der Code ist heute mal 8 Ziffern. Willst du dich verarschen, ey? Muss man kurz mathematisch rechnen. Ah ja, okay. So, der Code ist ganz innovativ. 02 01 2020. Ja. Sehr gut, ne? So, erstmal ganz kurz eintragen hier. So. Einmal hier mal eintragen. 02 01 2020. Sieh mal einer an hier. Da unten ist er. Gönnt euch. Das passt, glaube ich, ne? Ich bin wieder weg, Leute. Alles klar, auch rein. Tschüss und Zocker Joe. Moin. Moin. Ah ja. Spielst du Minecraft auf der Switch? Nee, nicht mehr. Ich hab's aber natürlich. Ich hab's mal gekauft und auch mal, wo es rauskam, gespielt. Achso, braucht auch noch die ID, ne? Scheiße. Scheiße, oder? Da sind die ID, Leute. Warte, ich schreib die dazu. Ich bin nicht hier der Smash-Profi. Da kommen die Leute. Optimal. So. Ja, geil. Sehr gut. So, jetzt. Ey. Ich will da auch rein. Mami. Darf nicht mal mitspielen, ey. Ey, ihr Oberzicken. Ist schon voll? Jetzt fangen die einfach an. Okay. Komm hier mal, ey. Also. Ja. Das war's wieder komplett, meine lieben Freunde. Wir spielen die einfach ohne mich. Sieh mal hier. Kann man nachsteuern, du musst auf Smash gehen und dann auf Kampfarena. Und dann auf Kampfarena suchen. Morgen ist Weihnachten. Juhu, ja, Mann. Ja, sehr gut. Es können nur 4 rein. Oh, das freut natürlich eigentlich nicht. Kann ich das noch ändern irgendwo? Gleich. Wir spielen die einfach ohne mich, ey. Alle voll nett, ey. Dann spielt mal eine Runde. Ich gucke euch zu und
Lese den Chat. Das muss ändern. Ja, mache ich gleich. Dies mache ich gleich. Geht wieder so nicht. Kann ich abbrechen, zuschauen? Ich will aber eigentlich gucken noch ein bisschen. Weil so lange geht das, glaube ich, eh nicht. Weil die Items sind schon ziemlich krass hier eigentlich. Ne? So lange wird das nicht gehen. Nur kannst du nicht, du musst die Arena wieder wegmachen. Also, oh, was ist das, Nintendo? Denk dran, DSL-Modem, je mehr Leute in-game zugucken, desto mehr kann es lecken. Stimmt. Es ist voll. Ja, ich würde gleich mal gucken. Oder ich schmeiß euch immer wieder raus. Das geht natürlich auch. Doch, das ist ganz gut. Ich schmeiß euch immer wieder raus, wenn ihr eine Runde gespielt habt, damit andere nachjoinen können. Das ist, glaube ich, ganz gut, oder? Weil dann kann jeder mal ein bisschen mitspielen. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Doch, doch. Du kannst auch so machen. Dann hat jeder mal die Chance, reinzukommen und auf jeden Fall auch mal zu spielen. Und nicht nur zuzugucken. Das können wir so machen. Doch, doch. Dann muss ich auch nichts ändern. Dann passt das. Spiel 1 wurde besiegt. Toda kann gar nichts. Toda lernt spielen. Crazy the Hammer, Bro. Wer wird gewinnen, Leute? Schickt jetzt eure Prognose in den Chat. An wen glaubt ihr? An Hammer, Bro? Dann schreibt in eine 1 in den Chat. Glaubt ihr an Trace? Dann schreibt eine 2 in den Chat, Leute. Ich schreibe mit. Ich glaube an Hammer, Bro. Wir sind Admins. Komm, du schaffst das. 1 in den Chat. Oder 2 für Trace. An wen glaubt ihr? Oh nein! Trace hat gewonnen. Oh nein. Das geht so nicht. Belastend. Belastend. So, jetzt will ich aber mal mitspielen, ey. Raus aus dem Haus. Sehr gut. So, und dann, danach werden alle gekickt. Ja, oder auch jetzt schon, okay. Dann, ich hab gespielt, dann erstmal weg mit euch. War schön mit euch. Jetzt die nächsten 3. Oder 2 am besten. Die nächsten 2. Weil es dann spannender ist, wenn ich nicht weiß, wer wie viel Prozent hat. Ich weiß, das habe ich extra gemacht. Okay. So, dann 3 neue Leute. Kommen Sie rein. Ach, Jan Philipp, moin erstmal. Hab die noch gar nicht gesehen, glaube ich, heute. Luftpuppe. Hi. Spielst du jetzt nur Online-Spiele oder auch Offline? Heute? Ich glaube, heute bleiben wir bei Online. Außer am Ende. Das Indie-Game ist kein Online-Game. Ey, du Hund. Top 10 Reactions. Moin. So, einer noch. Kommt rein. Der Typ kann eh nichts. Der hat keinen Skill. Noch ein Update. Geilo. Ja, belastend. Komm, einer von euch, wer will rein? Die trauen sich alle nicht. So, let's go. Den habe ich als Kämpfer. Okay, Mitternight, den kann ich. Ich wusste gar nicht, wie ich als Kämpfer habe gerade. Lul. Du hast keine Chance, am TV reinzukommen. Warum denn das, ey? So. Okay, skillig. Ich muss jetzt mal auf meine Steuerung klarkommen. Ewig nicht mehr gezockt hier, das Game. Kann gar nichts. Da muss ich erstmal klarkommen, wie das hier funktioniert, ey. Okay, die Taste. Aha. Sehr schön. Wir müssen alle auf alle 3 gehen. Wo sind die ganzen Items eigentlich? Ah, da ist ein Item. Ja, moin. Da ist ein Fußball. Oh, Junge. Die Faust geht einfach durch die Wand. Ah, ja. Was ist das? Ich geh gar nicht durch, ey, Hilfe. Schon einmal tot. Sehr gut. So muss das. So nicht anders. Geil, wird gut. Oh! Gengar X Morpeko in-game. Willkommen bei den VIPs, bei King Toad sogar. Willkommen. Willkommen. Herzen und Pilze auch gern für ihn in den Chat, Leute. Willkommen hier bei den Toads. Ich kenne die vom Namen her gar nicht.
Dein Name ist doch ziemlich lang, muss ich sagen. Super, hi. Moin. Abo abgeschlossen, ja. Bubble-Abo ist da bei ihm. Danke dir. Ich zerhau hier einfach alles, ey. Kann gar nichts. Mach auf 6 Spieler. Ja, ich kann ja einfach die immer rausschmeißen. Da ist auch okay eigentlich. Da muss keiner warten in der Lobby. Na. Komm, jetzt will ich mal gewinnen hier, ey. Gewinnen. Pius, du hast Hoffnung im Leben, ja, Mann. Nein! Ja, super. Super. Danke dir auf jeden Fall. Willkommen hier. Gengar reicht. Alles klar. Bist du neu? Vom Namen her kenne ich dich gar nicht. Danke dir auf jeden Fall. Hallo. Deshalb soll Pius auf 8 Spieler stellen. Ja, okay, dann mache ich's. Dann mache ich's halt. Okay. Nach der Runde. Alles klar. Dann mach ich's gleich. Kein Problem. Ist denn alles gemacht? Zu ihren Wünschen. Die Runde war so ein bisschen aufwärmend, ne? Skilltechnisch nicht so gut. Ein bisschen aufwärmen. Noch ein Like, da haben wir die 50 Likes, Leute. Lassen Sie einen Like da, das schaffen wir, Leute. Oha, Eskalation. Special Attack. Boom. Ha. Ende. Und gewonnen hat Luftpumpe. Glückwunsch. Die Luftpumpe hat gewonnen. Wenn dieser eine der Nähe kommentiert, das kenne ich. Oh nein. Oh, mein Bein. Bein. Bitte nicht einschlafen, bitte keinen Krampf kriegen. Dankeschön. Morgen in der Bildzeitung. YouTuber Pius ist im Stream gestorben. So, warte mal. Jetzt mal halt Stopp hier. Kann ich hier wirklich nichts ändern? Oh, was ist das für ein Scheiß? Mann, Nintendo. Was soll das? Darf ich wieder alles neu machen? Wo muss ich das denn einstellen überhaupt? Aha. Volle Bulle, Junge. Aha. Ja, dann passt das ja jetzt. Habe keine Lust mehr hier. Passwort ist wieder dasselbe wie eben. 0 2 0 1 20 20. Ihr wisst Bescheid. Und ja, dann passt das. Heute nur Smash Bros. Oder auch andere Games. Wir hatten schon Mario Kart und Nintendo Reactions, das hat's verpasst. Zuerst hatten wir heute Mario Kart, ja. So, da ist der neue, die neue ID. Die gebe ich mal eben ein hier. So. ID ist da. Am Start. 6 LN QF. Erstmal ganz schnell da rein, sonst ist hier gleich wieder die Lobby voll. Oh, jetzt machen wir sogar zu viert. Ah ja. Ah ja. Das kann ja heiler werden. So. Jetzt passt das. Let's go. Darf ich wieder mitmachen? Ja, wenn du reinschaffst, dann mach das mal. Hab leider noch kein Smash, kein Problem. Medusa, kein Problem. So. Let's go, sagt Mario. Okay, dann mal los. Erstmal gleich getroffen worden, optimal. Mach euch fertig. Vor allem Toda. Oder auch nicht? Oh, geht mit dem Pokéball. Oh, schade. Schade, schade, schade. Am Ende, wie gesagt, noch das Indie-Game. Als kleine Überraschung. Und kaum. Ja, sehr gut. Niemand kann so schnell die ID eingeben. Anscheinend schon. Irgendwelche ganz krassen PC-Tipper. Irgendwie ging's ja anscheinend. Die Suchtis.
Es haben mich gleich zwei gleichzeitig vernichtet. Alles klar. Alles klar, ey. Ja, ich bin. Ich hab hier keine Chance, ey. Hilfe. Zwei einfach gleichzeitig vernichtet. Was ist denn da los? Wir haben die 50 Likes, optimal. Sehr gut, danke euch. Oh. Bumm. Hallo Ben, moin. Boah, wie geht? Bin so gut, ey. Also in Smash kann ich wirklich gar nichts. Mario Kart kann ich ganz okay, ist gut. Splatoon würde ich auch so sagen, aber Smash ist, ne, das Ende. Das Ende. Da ist Pius absolut lost. Und diesmal ein Battle zwischen wieder Hammerbro und Trace. Ah ja. Die haben es doch echt miteinander. Vielleicht gewinnt diesmal Hammerbro. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es gleich sehen. Das wird spannend. Oder auch nicht. Trace hat mal wieder gewonnen. Naja. Sagt doch, dass alle auf den Spector-Platz sollen. Achso, über. Ja, gut, das können wir machen. Ja, Leute. Geht alle auf die Wartebank. Und dann rufe ich auch auf, dass ihr reinkommen sollt. Ja, geht mal alle auf die Wartebank. Gönnt euch da mal. Ja, alles klar. Geht mal alle darauf, ihr Keks. Da, da. Da, genau. Dahin. Genau. Ich bleib natürlich drin. So, wer war eben? Hammer Bro, hau mal ab hier. Genau. Ja, dann nehmen wir jetzt mal den Säbel. Komm du mal rauf. Und Tobi und Toxus. So, die drei hier. Die drei. Gönnt euch mal. Wollen wir mal sehen. Hammer Bro, du warst ja gerade. Du warst ja gerade. So, Säbel. Mal gucken. Wen von euch ich jetzt vernichten darf. Und sehr schön. Fertig, yeah. Fertig, yeah. Fertig, yeah. Fertig, yeah. Ich werde so verkacken, ja. Da sind wir schon zwei. Da sind wir schon zwei. So, fertig, yeah. Erstmal für Tobi gehen, sehr gut. Ah, Säbel, du kannst auch nichts. Der kann auch nichts, der Typ. Säbel! Oh no! Alter, zu viel ist echt heftig. Nein! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Sunny aus, moin! Willkommen hier im Stream, wo es geht. Gib mir mal die. Alter, ich bin absolut lost. Ich bin absolut lost in dem Spiel. Ich krieg gar nichts geschissen hier. Ich will nicht schon wieder letzter sein. Komm. Streng dich mal an, Fuse. Ich will einmal dritter sein. Das wäre schon mein Lebensziel für heute. Oh oh. Oh no. Einmal dritter, das wäre mein Lebensziel, Leute. Wisst ihr Bescheid? Gönnt mir diesen Triumph. What? What, 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 what? Was geht hier ab? Was ist hier los? Ah ja! Ja. Das war's wieder komplett. Toll. Alter, warum sind alle Mods? Weil die Mods gerade nicht mitspielen, deswegen. Wir haben nicht so viele Mods. Wir haben Toad als Mod, Hammer Bro, Siebel, Rage Squid und ja, nicht so viele eigentlich. Eigentlich sind es relativ wenige. Schreibt halt nicht wieder sofort irgendwas. Und ja, da kam gerade ein toller Typ. Ey, was geht? Ich wäre dafür, dass du den neuen Namen machst, falls du wirklich ernsthaft hier kommunizieren möchtest. Andere, nein, drei, Pius, yay, ein Terminator, ja. Ich bin hier der Profi. Ich bin der Profi. Ja. Ja, wieder vierter, war ganz gut, ne? War wieder ganz gut. Smash liegt mir einfach nicht. So.
Die nächsten bitte. Die nächsten bitte. Hallo? Okay, es dauert noch ein bisschen. 3 Stunden später. So, hauen wir alle wieder ab hier. Alle abhauen bitte. Raus aus meinem Haus. Sehr gut. Ach, haben wir wohl schon angesprochen. Ah ja. So, erstmal Gingy. Du warst noch nicht drin. Komm ran. Ja, Toda und Trace. Dann haben wir alle 4 wieder, ne? Nee. Ich kann wieder keine Mathe. Ja, haben wir wohl du dann gleich. Du bist dann gleich dran. Ich kann wieder keine Mathe. Zu 5 können wir nicht spielen. Ja, wieder lost sie auf jeden Fall. Wie immer. Darauf erstmal ein bisschen aufgesagt. Prost. Lecker, lecker. So, moin. Oh nein. Direkt ins Aus, ey. Ich könnte kotzen. Direkt ins Aus. Ah, ja. Jetzt geht's schon wieder gut los hier. Bin zufrieden mit meiner Leistung. Mann. What? Achso. Achso. Ah ja. Oh no. Der Typ hat einen Hammer. Ich laufe hier gar nicht. Ne? Smash ist hier wirklich. Hab ich. Tschüss. Ich gehe jetzt heulen, ne? Ich bin noch nie so schnell gestorben wie jetzt. Mami. Das war's dann wieder komplett. Oh ja. Aber alles gut, gleich bist du dabei. Gleich darfst du wieder alle vernichten. Belastend. Warum heult wieder doch gar nicht? Alles alt über den Brunnen ist alle. Ich bin so doof in diesem Spiel, kann gar nichts. Absolut lost. Sun Death, ah ja. Ah ja. Es eskaliert, Leute, oh mein Gott. Da kommt ein Riesenmond und zerstört die Welt. Und Kirby ist am Start. Hallo Kirby. Wo es geht. Das ist der Stern von Kirby. Lost, oh ja. So. Leute, mein Ziel ist es auf jeden Fall mal Dritter zu werden. Das will ich heute noch schaffen, ne? Ich will heute noch Dritter werden. Das kann mir keiner erzählen. Hallo Kleckoffs. Das kann mir keiner erzählen. Ich muss heute noch Dritter werden. Das kann mir keiner erzählen. Nee, das geht's doch nicht. Geht's doch nicht. So, die nächsten bitte. Raus aus meinem Haus. Raus. Raus. Hm. So. Gigi. Da ist die Bank. Schön. Sehr gut. Hallo Bro, kommen Sie ran. Kommen Sie herein. Was bringt sich Mod? Mod, da darfst du Nachrichten löschen. Hallo Bro, kommen Sie herein. Dann bitte einmal den Torxus. Oh, und dann nehmen wir den Squid noch. Da sind wir durch mit dem Leben heute wieder. Dann sind wir wieder mit dem Leben heute. Nee, Ravioli, moin. Möchtest du herein? Dann darfst du beim nächsten Mal. In der nächsten Runde. Bereit? Fertig, yeah. Hallo, Kekos. Ich dein Best-of. Ah ja, und ich dein Bubble-Abo. Hallo. Bitte kaufen Sie sich jetzt ein Bubble-Abo. Okay, so. Jetzt ist mein Ziel, endlich Dritter zu werden. Endlich einmal im Leben Dritter. Das wäre mein Lebensziel. Dann kann ich glücklich heute Abendessen gehen. Sonst bin ich heute ganz traurig. Oh no. Oh nein! Ich habe mich gerade nicht mehr gesehen, ey. Oh. Ich hab ihn nicht mehr gesehen, ey. Scheiße! Am besten war ich jetzt allen aus.
Bitte, da ist der Ausweicher. Der Ausweicher 3000. Irgendwie von den Items kriege ich bisher auch noch nicht so viel mit, irgendwie. Weiß nicht. Was ist hier los? Oh, lol. Oh, lol. Was ist hier los? Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich will dauernd was einsetzen. Das geht nicht. Dauernd, wenn meine... Es ist... Oh yeah, Mr. Krabs. Läuft richtig gut hier. Sehr gut. Komm, ich mach dich fertig. Ja, yeah, ich hab jemanden gekillt. Ich hab jemanden gekillt. Ich mach euch alle fertig, ey. Mm. Bam. Bam. Spürt die Macht eines Bios. Sehr gut. Komm, komm, nimm den Scheiß. Nimm den Scheiß. Ich hab hier... Er ist tot. Ich bin mal nicht... Was ist passiert? Moment mal, bin ich gerade... Habe ich gerade Selbstmord gemacht? Habe ich gerade... Was ist passiert? Habe ich gerade wirklich Selbstmord gemacht? Oder was ist da passiert? Lol. Lol. Und auch Leute an dich, Elmar Zuber. Dankeschön fürs VIP-Werden hier. King Toad. Leute, auch für sie oder er. Ich weiß gerade nicht so. Ja, Elmar ist, glaube ich, eher weiblich. Danke dir auf jeden Fall. Willkommen hier auch bei den King Toads. Und ja, für alle, die heute VIP geworden sind oder so, kommt auch gerne auf meinen Discord-Abonnenten-Server. Und schreibt mit mir und anderen dort. Dann haben wir alle gemeinsam Spaß. Herzen und Pilze für sie auch in den Chat, Leute. Ja. Auf jeden Fall krass hier am Start heute. So, und als nächstes rein darf einmal der Tim ist neu. Tim ist neu, kommen Sie herein. Und ja, wir... Oh, oh. Upgrade auf Ehrentor, was ist bei dir los, ey? Für 10, für 99, ja, Upgrade. Ja, danke dir. Danke. Herzen für die beiden Chat hier und Pilze. Was ist denn da los, ey? Was ist denn da los? So, ja, Ravioli. Einmal bitte reinkommen hier und Tim und Sebel. Ehre mal hier, drei Vips hier schon wieder am Start heute. Danke. Danke, danke. Gleich ein Upgrade am ersten Tag, man kennt's. Man kennt's. Okay, wir spielen zu dritt, alles klar. Eigentlich nicht. Was heißt hier Ende? Okay, ja, dann Sebel, komm doch gerne dazu oder willst du nicht mehr? Oder? Sehr gut. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich war da oben stehen, geh weg, Elmar. Es geht wieder darum, wer steht oben und wer nicht. Alter, wo ist das denn da unten, ey? Das ist viel zu weit oben. Das soll eigentlich dahin und nicht mitten ins Bild. Warte mal. So soll das sein. Lull. So soll das sein. Ja, warte, hä? Bitte, bitte, hä? Soll ich mich verarschen alle hier oder was? So, was ist los? Ja, jetzt aber. Jetzt aber, hier habe ich dir versprochen. Na, Ehre. Jetzt geht's hier los, Leute. Jetzt aber, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und ich habe mein Lebensziel erreicht, Freunde. Ich bin Dritter geworden. Sehr gut. Lebensziel erreicht. Ravioli, was los? Kommen Sie heran. Okay, sorry. Ich dachte, er macht noch mal was. Okay, ja, Ravioli, war schön mit dir. Er hat sein DSL-Modem verloren. Neu alle verhandelt. Bowser! Stopp! Jetzt lebt er. Oh, ich spiele das erste Mal diese Map hier. Ja, geil. Wo bin ich? Lol. Nein, ich lebe noch. Sehr gut. Das erste Mal diese Map hier. Wo bin ich überhaupt? Ich bin schon wieder lost. Da oben bin ich. Sehr gut.
Ich bin auch ganz lustig, ich habe mir den DLC gekauft und nicht mal diese Map gespielt. Null. Bin voll gut. Ich kauf mir den DLC, spiel halt noch nicht mal die Map, ey. Nur den Charakter mal gespielt, den Benjo. Aber noch nicht die Map. Sehr gut. Oh Mann, ich will den angreifen. Scheiße. Lost. Jetzt geht's los, ja. Jetzt geht's los hier. Oh, Junge. So ein Mist. Hau rein. Oh no, was ist das denn? Bomb Prank. Gib mir den Pokéball. Ohne Scheiß Pokéball. Wo ist der ja nicht hin? Hab ich den jetzt? Der ist ja gut. Ich will eigentlich die Attacke mal einsetzen. Aber ich komme gerade nicht auf den Boden irgendwie. Dann setz ich die scheiß Attacke ein. Hä? Eigentlich mit B oder nicht? Ich bin lost. Ah ne, warte mal. Jetzt hab ich's. Bam! Hab ja die Tasten geändert. Oh! Oh mein Gott! Kampf gegen Säbel! Nein! Ich hab noch ein Leben! Ja, Ehre! Oh, ich darf das Leben nicht verschwenden. Ich hab noch ein Leben! Ich hab noch ein Leben! Geht denn der hin? Er hebt ab! Nix hält ihn am Boden! Aber mich schon! Jetzt geht's los hier, komm! In die Scheiße! Komm her, wenn du Stress suchst! Oh! No! Ich bin Erster geworden. Leute, jetzt lässt ihr alle mit euren 50 Zweit-Accounts einen Daumen hoch da. Erster. Mmh. Erfolgserlebnis ohne Ende. Sehr gut. Bestes 1-on-1. Ja, ist nicht auch so. War gut. Von King Toad zu Ehrentoad kostet es dann nur noch 5 Euro. Also dachte ich mir, hab Ehre. Ja, danke dir. Ehre geht raus. Zwei Noobs gegeneinander. Oh ja. So, jetzt bitte einmal. Ravioli darf nochmal drin bleiben, weil er hat eben nicht wirklich gespielt. Darf nochmal eine Runde auf Ehre mitspielen. So, wen hat mir eben noch nicht? Ich habe es jetzt gerade vergessen. Sebel war gerade drin. Ja, denn, ich habe es gerade wirklich vergessen. Torxus, war der schon drin gerade eben? Wir waren gerade alles drin. Der Keks war drin. Ravioli war drin. Ja, wer war der Dritte? Weiß nicht. Ja, dann Ravioli darfst du mal rein. Und. Boah. Hammerbro war auch, glaube ich. Der war eben nicht drin, oder? Kannst du mal irgendeiner im Chat schreiben? Halt, stopp! Halt, stopp! So noch nicht. Okay, ja, dann. Kommt noch mal irgendeiner rein hier. Einfach die ersten zwei, die jetzt schnell sind. Kommt einfach rein. So. Die ersten zwei, die jetzt schnell sind, kommt rein und dann ist gut. So. Bingo. Suchtboy, moin. Moin, moin. Ja, nach der Runde. Jawohl, ich glaube, wir schaffen noch zwei. Also bis 17:30 geht der Stream. Ist Bescheid, also noch 20 Minuten. Dishon, tschüss, hau rein. 20 Minuten machen wir noch. Haben wir genau 2 Stunden, ey. Dann muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ja. Hab ich noch was zu tun heute. Und natürlich auch noch abends den Indie-Titel angucken. Da will ich einmal euch den zeigen, ganz kurz. Wisst ihr ungefähr Bescheid. Ah. Komm, da unten ist gut. Oder auch nicht. Die Deutsche Bahn. Kampf auf der Deutschen Bahn. Oh no. Oh no. Alter! Trace, was ist bei dir los? Was ist bei dir los, ey? Ich bin jetzt gerade gestorben, ja moin. Ja, sehr gut. Nimm die Schwerter. Junge! Was ist denn da los? Ich hab gar nichts hier. Ja, super. Yay! Mach euch alle fertig. Oha. Aber nicht wirklich getroffen. Ah ja. Okay, die Runde läuft mal wieder gar nicht. Also gar nicht so, wie ich das will.
Ha! Ha! Ich bin auch überhaupt nicht drin hier in Smash irgendwie. Ich glaube, man sieht es auch. Überhaupt nicht drin. Was geht jetzt hier ab? Im Matheunterricht sind wir jetzt angekommen. Hilfe. Da will ich nie sein. Oh, ich bin schon mal nicht Dritter. Nicht Vierter. Sehr gut. Ha! Ein Stachy? Ich muss los. Oder auch nicht. Scheiße. Belastend. Kennst du Issa Bass, der macht diese Toad-Songs? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Einige. Sorry, I'm late. Kein Problem. Captain Toad sollte auch ein Charakter werden, anstatt Vanzo Waluigi. Ja, Captain Toad for Smash, das wäre richtig optimal. Profi, immer. Ich bin immer ein Profi bei ihm. Immer. Immerhin Dritter geworden, sehr gut. Sehr gut. Ich würde sagen, nach der Runde gehen wir zum Indie-Titel. Weil sonst schaffen wir den ja gar nicht mehr. Ich würde sagen, der Indie-Titel ist eigentlich ein nettes Spiel. Es ist nichts Großes. Aber es ist ein ganz nettes Spiel, Leute. Und ich hatte einige Stunden schon Spaß damit. Einige werden sich denken, ah, ich kann sie jetzt damit so groß Spaß haben. Aber ich finde es echt, es ist schon ganz nett. Und aktuell kostet es 1 Euro bis heute. Bis 0 Uhr, glaube ich. 1 Euro. Bis heute 0 Uhr. Da dachte ich mir so, das kann man sich nochmal angucken. Ich wollte zuerst ein Video machen, aber dachte mir so, nee, das muss ich nicht. Vor allem, ich kriege ja kein Geld dafür, dass ich das hier zeige oder so, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz nett, deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Wenn ich dann ins Home-Menü komme, dankeschön. Auf jeden Fall waren die Runden mit Smash mit euch sehr lustig. Hat mir gefallen. So, das ist das Spiel. Ja. Ich will mal ganz kurz hier in den E-Shop gehen, ob das auch noch im Angebot ist, ne? Lul. Mal ganz kurz in den E-Shop gehen. Ob das Game auch noch im Angebot ist oder ich wieder scheiße laber. So. Ei. Zweiter Erster, genau. Bis heute 0 Uhr, wisst Bescheid. 1 Euro irgendwas statt 15 Euro. 15 Euro ist auch nicht wert, ne? Also 15 Euro ist nicht wert, aber für 1 Euro ist es ganz süß. Das gucken wir mal kurz rein. Ich bin da sehr großer Profi. Bin da der ultimative Profi. Guckt hin, Leute. Das kann man sogar mit euren Nintendo Labo-Dingern spielen, mit diesem Motorrad. Falls jemand Nintendo Labo hat. So. Gleich startet es auch. Sehr gut. Optimal. So, ich bin schon bei Level 30. Ich bin voll gut, ey. Warte mal, wie komme ich jetzt da wieder weg? Wir machen mal irgendein Level. Warte mal. Was kommt bei Level 30? Hallo, ich weiß bis heute nicht, wie ich das Menü steuere. Oder? Ah ja. Ah, jetzt geht's. So. Sammeln so viele Punkte wie möglich. Alles klar, kriegen wir hin. Ja, dieses Motorradspiel. Es geht darum, Punkte zu sammeln oder sonst irgendwas. Man muss auf jeden Fall ausweichen. Es kommen Autos. Okay, das ist ein bisschen laut. Das ist definitiv ein bisschen laut. Es kommen Autos. Entweder gegenüber. Also, ne? Aus der anderen Seite. Ich kann gerade überhaupt kein Deutsch, ey. Gegenüberliegende Fahrzeuge. Also, ne? Die einem entgegenkommen oder halt einfach Fahrzeuge, die auf derselben Strecke sind. Man muss immer ausweichen, mit dem Pro-Controller lenken per Bewegungssteuerung. Oh ja. Da kannst du Gas geben. Und ich finde es ganz nett. Es sieht optisch eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Und man muss immer schneller fahren und so. Und irgendwie schnell durchkommen, Junge. Sonst hast du Probleme irgendwann. Es wirkt wie diese ganzen Handy-Games, wie diese Subway-Surfers und so. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man es dann schafft. Hab mir letzte Woche Mario Maker 2 gekauft. Der Online-Modus ist belastend, aber macht süchtig. Ja, der Online-Modus ist echt belastend. Ja, Leute, wie findet ihr das Game so? Ich finde es auf jeden Fall ganz süß, muss ich sagen. Es ist nichts Großes. Aber für 1 Euro, was es aktuell kostet,
habe ich dem Spiel mal eine Chance gegeben. Es sieht optisch auch ganz gut aus, also zumindest auf dem Fernseher sieht es ganz gut aus, wenn man es denn schafft. Ja, und man muss immer verschiedenste Sachen machen. Da muss man mal hier so möglichst viele Stunts ausführen, möglichst lange fahren, auf Zeit fahren, gegen andere, besser sein gegen andere Motorradfahrer. Ja, ich finde es ganz nett. Für 1 Euro habe ich es mal durch diese ganzen Goldpunkte gekauft. Es gibt über 100 Missionen. Lokalen Multiplayer, Multiplayer gibt es glaube ich nicht. Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Hat mir einige schon Spaß gemacht, immer hier so durchzufahren und verschiedenste Missionen zu erledigen. Kann auch mal eine andere kurz zeigen. So. 1 Euro, du meinst 100 Goldpunkte. Ja, genau. Kann man das Spiel mit Nintendo Labo spielen? Genau, kann man. Da oben siehst du die Icons. Wenn du X drücken tust, kannst du es hier mit Nintendo Labo verbinden. Ist einer der wenigen Games. Ich habe keine Nintendo Labo, bitte aufhören damit. Halt, stopp bitte. Ja, wir können ja mal kurz in Arcade gehen. Es gibt verschiedenste Settings, die man noch freischalten muss, wie man hier sieht. Nehmen wir eine Wüstenstrecke. Ja. Verkehrsdichte Mitte, ja. Kannst du starten? Ah ja, sehr gut. Lol, ja. Es geht sogar mit Nintendo Labo, ne? Sieht man auch eher selten. So, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach nur... Ah ja! Scheiße, der lenkt nicht mehr. Stopp! Jetzt habe ich da einmal auf Nintendo Labo gedruckt, jetzt macht er nichts mehr. Ja, super. Super. Super gut. Jetzt habe ich Nintendo Labo eingestellt, oder was? Halt, stopp, Junge. Stopp. Klassisch, ja. Ja, das war's wieder komplett. Lul. Wie gesagt, ich find's ganz nett einig. Ey, ich mach das echt nicht mehr. Was ist denn das hier? Ah ja. Jetzt aber. Ja, jetzt aber. Ich find's, wie gesagt, ganz nett. Für 1 Euro dachte ich mir so, ja Mann. Guck's dir mal an. Oh, da ist ein Irrer, der blinken tut. Ey, was ist denn los bei dem? Was ist denn los? Natürlich kann man auch bremsen mit B, aber wahre Profis müssen nicht bremsen. Ich fühle mich hier wie auf der deutschen Autobahn, wo es auch keine Tempolimits gibt, ne? Wie auf einer deutschen Autobahn, so läuft das hier. Oh, Junge. Ja, das wollte ich euch kurz am Ende nochmal zeigen. Für 1 Euro kann man sich... Scheiße. Durch Goldpunkte, ja, mal kaufen. Dachte ich mir, warum nicht? 15 Euro nehmen. 1 Euro ist ganz nett. Man kann auch in der Mitte fahren. Sehr gefährlich. Hier bei beiden vorbei. Ja, knapp vorbei. Ja. Wahre Profis können das. Bewegungsstand läuft auch ganz gut. Ist ganz nett. Hab hier kein Geld für Werbung bekommen. Ich will's nachträglich. Gibt 100 Euro. Ja, wie gesagt. Ist ein ganz süßes Game. Kann richtig abgehen hier mit dem Tempo. Falls ich mal über 200, Junge. Gib mir noch mehr. Fahr, Junge. Fahr 200. Oh no, oh no, no. Oh Gott. Hilfe. Sehr gefährlich hier. Nicht die Real Life nachmachen, Leute. Ganz wichtig. Ja, das war's wieder komplett. Nicht die Real Life nachmachen. Hab einen Goldpunkt. Oha. Bin gerade erstmal Discord gefreundet. Ehre an dich. Willkommen da auf jeden Fall auch beim Discord-Server. Na, ich finde es wie gesagt ganz süß, das Spiel. Ich will es aber schaffen, Leute. Ich will jetzt mal ein Run machen, wo ich mal ganz gut bin. Und dann war es auch schon für heute. Boah, auf jeden Fall ein sehr schöner Stream an alle, die hier schon mal gehen, weil sie genug haben für heute. Schön, dass ihr da wart. Ja. 2 Stunden Stream war heute am Start. Ich glaube 4 Wips oder so kamen rein. Ein Upgrade. 3 Wips und ein Upgrade in dem Sinne. Danke dafür auf jeden Fall. Die Ehre hier. Alles Verrückte hier, die am Blinken sind. Oh Gott.
Belastend. Wie lastend. Ja, ist ein ganz nettes Spiel, muss ich sagen. Der Pius, der ab und an sein Motorrad anlässt und fährt. Genau. Zeitrennen gibt es hier, Statistiken. Wie lange hast du schon gespielt? 2 Stunden schon. Ja. Ist ganz nett. Vor allem der Story-Modus, wenn man es so nennen darf. Mit den verschiedenen Missionen und so. Ja. Das. Okay, wir können ja einfach mal starten, ne? Komm, schauen da mal rein. Sieht voll nice aus. Ja. Geht ja wild aufeinander, ja. So, was muss ich jetzt hier machen? Achso, ich muss jetzt hier möglichst lang überleben. Bin aktuell Platz 7. Also muss ich länger fahren und dann wird meine Stellung oben weniger. Ich hätte zwar eher Platz genannt, aber ja. Sonst ist die Übersetzung ganz gut, muss ich sagen. So, fahr schön. Mit Bewegungssteuerung ist auch am besten. Es ist einfach am intensivsten, ne? Da fühlt es sich einfach am besten an, finde ich, als einfach nur mit dem Stick zu machen. Oh, Junge, bremsen! Kein Unfall bauen, Junge. Alles wird gut. Fahr los. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich finde es ganz nett. 1 Euro, wie gesagt, bis 0 Uhr im Nintendo eShop. 15 Euro würde ich dafür nicht bezahlen. 1 Euro, komm. Ein bisschen Goldpunkte loswerden, man kennt es halt, ne? So, das will ich jetzt schaffen, Leute. Halt, stopp. Bin immer noch Platz 7. Was ist da los, ey? Ein bisschen Stunts ausführen. Das gibt alles Punkte. Ach du Scheiße, ey. So. Aber durch die Stunts wird man auch ein bisschen schneller. Das ist auch ein Problem. Denn du musst mal wieder bremsen. Und dann war es das wieder komplett. Wie lange brauche ich bitte immer noch? Achso, da oben ist eine Klammer. Wie sagt man das? Ah ja. Platz 6. Ja, Mann. Läuft voll gut. Halt, stopp. Die Autobahn ist richtig befüllt heute. Fahren die alle in den Urlaub oder was? Alle in die Ferien oder so. Oh, das Game mit Labo. Das Game mit Labo Motorrad. Ja, stelle ich mir sehr geil vor. Spielen New Super Mario Bros. Wii. Heute nicht mehr, Ninja Kevin, aber auf jeden Fall hi an dich. Heute nicht mehr. Gerne aber mal ein andermal. Habe ich auch schon mal gespielt. Es gibt Livestreams, wo ich das gespielt habe. Kannst ja gerne auf dem Kanal in der Playlist oder so mal gucken, falls du Interesse hast. Aber live natürlich mal am besten, als jetzt irgendwie nachzugucken, ist ja ganz klar. Oh, schon Platz 7, Platz 4, sehr gut. Stopp! Oh, knapp! Aber ja, Nintendo Labo mit dem Game ist ganz geil, würde ich sagen. Ist einer der wenigen Games, die das unterstützt. Stopp! So, fahr los. Es gibt auch verschiedene Motorräder. Man kann die einfärben, upgraden und sonst was. Also alles, was man so normal in Racing Games auch machen kann. So. Oh nein, ich habe kaum noch Zeit. Meine Zeit ist fast zu Ende. Okay. Fahr schnell! Ja, Platz 2 geworden. Immerhin. Immerhin. Die Ivan ist einfach Profi gewesen. Katja, oh, Katja. Wer kauft sich freiwillig Nintendo Labo? Einige. Da gibt es jetzt einige. So, das war jetzt Rennen 1. Jetzt kommen die auch von der anderen Seite. Jetzt wird es nochmal spannender. Jetzt sind die... Scheiße. Jetzt wird es noch verrückter. Jetzt kommen die auch noch von dort. Da kann man so ausweichen, Junge. Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel hat ein bisschen Abwechslung. Ist für 1 Euro ganz süß. Und ja. Schaffen werde ich das jetzt natürlich eher nicht, glaube ich. Weil, ja, 120 Sekunden nur noch. Das ist jetzt nicht so viel. Man sollte nicht irgendwo rauffahren. Sonst hast du weniger Zeit. Und ja, kannst es im Grunde dann nicht mehr wirklich schaffen. Die Mission, wenn du ein-, zweimal einen Unfall baust, dann war es das in der Regel schon wieder komplett. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Pius, der ab und zu mal Autos rammt. Ja. Ein bisschen Autorahmen ist immer gut. Jetzt fahren wir mal hier durch. Wow. Ich bin Profi, man sieht's. Ein Profi-Vorführungseffekt. So macht man das. Knapp vorbei, so heißt das hier.
Ja, wie gesagt, ist ganz süß. Im Handheld-Modus sieht es nicht ganz so gut aus. Hier am TV sieht das ganze Game besser aus. Hallo an Ja Nintendo. Moin. Gib Gas, Junge. Oh! Erzke, ja. Na gut, man muss natürlich auch sagen, es ist schon Mission 30, ne? Also, die ersten sind ein bisschen leichter. Es wird immer ein wenig schwieriger, das Ganze. Immer ein wenig schwieriger. Oh! Oh. Gerade so vorbeigekommen, den Profi, ey. Geisterfahrer, ja. Hughes, der verrückte Geisterfahrer, man kennt's. Hallo! Boah, die blinken noch immer. Und ich fahre alles Schrott. Und die blinken noch immer so ein bisschen. Wollen wir sagen, Bruder, geh weg hier. Und ich sag so, nö. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Da wird sich auch nichts dran rütteln. Ob du hier bist oder nicht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Platz 5, ja Mann. Voll gut. Was ist los hier? Gleich ist die Zeit zu Ende. Nur Platz 4 dann leider geworden. Wow, fahr durch, Junge! Ja. Pius vermisst seinen Toadbus. Ah ja, der Toadbus immer noch da. Der war auch ganz lustig. Ja. Ich würde sagen, ausgeschlossen. Oh, ich war zu schlecht. Belastend. Ja, Leute. Findet ihr das Game? Schreibt mir gerne mal ganz kurz eure Meinung zum Game, was ihr so euer Ersteindruck, ne, ihr wisst Bescheid. Gerne mal kurz in den Chat. Ich find's ganz süß. Wie gesagt, heute 1 Euro im eShop. Keine Werbung. Hab hier kein Geld bekommen. Hab's jetzt selber gekauft. Ich wollte es euch mal zeigen, deswegen, ja. Gibt noch ein paar Einstellungen hier, aber nichts Besonderes. Ja. Nicht schlecht. Ja, ich find's ganz süß. Kann man mal nebenbei spielen, wenn man mal nichts zu tun hat. Ja. Ja, das war's auch im Grunde mit dem Stream heute. 2 Stunden, 3 Games gespielt. Mario Kart haben wir als erstes gemacht, im Turnier mit euch. Dann gab's lustige Smash-Runden und jetzt zum Abschluss noch dieses kleine Indie-Game. Ganz klar 100 von 100. Ui. Nicht so meins, ne? Ich find's ganz nett. Wie gesagt, das war's für heute. Danke fürs dabei sein, fürs Liken, Glocke aktivieren, abonnieren und natürlich für die 3 neuen VIPs. Bis zum nächsten Mal. Kommt gerne auf meinen Discord-Abonnenten-Server und schreibt mit mir und anderen. Ab und zu gibt es auch ein paar Talks mit mir. Hallo Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, ihr Toads. Und einen schönen Donnerstagabend euch. Tschüss.